Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, welches wir uns von einem Händler kaufen können, über ein bisschen, ja, ein paar Ressourcen. Und wo sind wir einmal? Wir befinden uns einmal in Loam, hier auf den Koordinaten 55, 55. Und dort haben wir ein paar Händler hocken. Und ja, da haben wir einmal hier bei dem Händler verschiedenste Items. Und zwar sind das insgesamt 3 Stück. Ein Mount habe ich mir schon gekauft, beziehungsweise euch auch schon gezeigt. Die Schnecke habe ich mir auch schon geholt. Und jetzt gibt es aber hier noch ein Mount. Freudige Schieferschwinge schimpft sich die. Und die kostet uns einmal begehrtes Ornament. Und zwar insgesamt 400 Stück. Das sind einige. Und wo kriegen wir die her? Die können wir bei einem anderen Händler kaufen. Und zwar, seht ihr, können wir einen von diesen Ornamentdingern bekommen. Gegen ausgegrabene duftende Münze. Und diese ausgegrabenen duftenden Münzen bekommen wir über 2 Wege. Das hatte ich beim anderen Mount ja schon mal erklärt. Es gibt hier diese Hörnchen, nenne ich sie einfach mal, Events. Das sind so World Events, da können alle Spieler quasi zusammen zum Abschluss beitragen. Das sind unterschiedliche Sachen. Ab und an muss man irgendwas töten, muss eine Schnecke löschen, man muss irgendwie so einen Wagen hier runterschieben oder irgendwelche Totems kaputt machen. Also das ist alles Mögliche. Und ja, wenn man bei den Dingern quasi bei dem Abschließen dabei ist. Dann gibt es bei den blauen Hörnchen ja so 1 bis 3 Marken. Und dann gibt es aber auch meistens hier in dem Epic-Gebiet oder bei größeren Events so epische Kisten. Da können auch bis zu 8 von diesen Marken drin sein. Heißt, die kann man da ganz gut farmen. Bei denen ist es aber so, dass die quasi so eine Art Rotation haben. Das sind hier verschiedene Cluster quasi, wo die sind. Und die resetten dann immer eins nach dem anderen. Also ihr seht hier, die unteren habe ich alle nicht abgeschlossen. Die sind nämlich aktuell noch nicht aktiv. Die sind dann morgen erst wieder da. Als nächstes resetten dann die und dann geht es immer so weiter im Kreis, ne? Also immer ein Cluster resettet pro Tag und es sind, glaube ich, 5 Cluster. Und ein Cluster, das meine ich immer da. Heißt, es müsste 4 oder 5 Tage dauern, bis die wieder resetten. Also man kann die theoretisch mehrmals oder zumindest dieselbe mehr als einmal in der Woche machen. Aber ihr könnt auch einfach hingehen und alle an einem Tag in der Woche machen und am selben Tag in der nächsten Woche nochmal alle machen. Dann ist es ein bisschen entspannter. Ich habe hier ein Addon drauf, das heißt Tomcat Tours. Damit sieht man auch, welche man schon erledigt hat und welche man noch offen hat. Auch bei den Rares hakt es das ab. Ist ganz praktisch, um so ein bisschen Überblick zu haben. Denn diese Hörnchendinger, die sieht man nur, wenn man in der Nähe ist. Also wenn ich jetzt hier bin, sehe ich die hier, aber ich sehe nicht die unteren. Die, die jetzt hier angezeigt sind, sind einfach nur die, die quasi offen sind über mein Addon, ne? Genau, darüber kriegt man die Dinger. Wo man es aber wesentlich besser bekommt, und zwar Forscher unter Feuer, ist ein Event, das alle Stunde immer zur halben Stunde ist. Also jetzt zum Beispiel 23.30 Uhr, 1.30 Uhr und so weiter. Und dafür, wenn man den epischen Sack am Ende holt, also 12 von 12 Events abgeschlossen hat, was in einer Raid-Gruppe recht gut machbar ist, dann gibt es 60 von diesen Abzeichen. Und das Wichtige, was ihr vielleicht wissen solltet, hier diese Abzeichen, ne? Die hier, die man da kriegt, die duftende Münze, die sind seriengebunden. Aber diese Münze, die wir umtauschen können, sind Battle.net-Account gebunden oder wie es jetzt neuerdings heißt, Blizzard-Account gebunden. Heißt, wir können diese 60 Münzen von dem Event einmalig mit jedem Char in der Woche einmal mitnehmen. Wenn ihr ein paar Twinks habt, geht da hin. Ihr könnt euch sogar da komplett AFK hinstellen, theoretisch. Ihr müsst da nämlich nichts machen für. Und könnt dann die 60 Münzen holen. Die hier umtauschen, auf den Main schicken, mit dem nächsten Char hin und so weiter. Das ist so das Effizienteste, was ihr machen könnt. Dann kriegt ihr relativ schnell die 400 Münzen zusammen. Und das habe ich tatsächlich auch gemacht. Ihr seht, die 400, die habe ich mir von den Twinks rüber geschickt. Soweit zum Vorgeplänkel. Dann würde ich sagen, kaufen wir uns jetzt mal das Mount und gucken uns den Gaul einmal an. Also, da haben wir ihn. Dann gehen wir auf Mounts und dann feurige Schieferschwinge. Da haben wir sie. Von dem Model gibt es übrigens einige. Bei diesem Forscher unter Feuer gibt es auch eine von diesen Schieferschwingen. Die ist aber, glaube ich, ein bisschen, die ist komplett so in Lava, ja, eher in Goldgelb gehalten als jetzt hier. Hier ist es auch ein bisschen rötlich dabei. Die sieht ehrlich gesagt cool aus, ist die andere, die ich jetzt bis jetzt schon beim Forscher-Event gekriegt habe. Ist aber auch ein relativ nettes Mount und ja, mehr gibt es ehrlich gesagt dafür oder dazu nicht zu sagen. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder. Euer Chiller, bis dahin, ciao.